Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS17 im Multiplayer auf der Südhermann mit dem Ansgar von Nordrhein-TV Play und dem Sachsen-Netzplayer. Hallo. Geld kommt rein, Geld kommt rein, was passiert? Hammig. Alter, die Alter. Gibt ja richtig. Wir haben aber schon wieder Kohle verloren, wir waren bei 6K, ne? Ja, wir haben den Teleskopladder gekauft. Geschoppt. Wow. Der steht am Hof übrigens, rot wie ein Ferrari, guckt mich an. PGS, würde ich sagen. Oder der CVX, dieser Case Optum, oder wie heißt der? Optum, ja. Glaube, ja. Ich habe noch eine andere Frage oder eine Anregung. Oh. Theoretisch wäre es möglich, wenn ihr den Mercedes verkauft, dass ihr euch ganz locker einen MAN kauft und wir haben noch ungefähr 100.000 Taschengeld. Ja. Na, stimmt, der LKW war ja so scheiße teuer. Was hat also, denn gekostet? Also ich bin jetzt gerade im Shop, oder nicht im Shop, in der Garage und bekommen jetzt, wenn ich ihn jetzt verkaufen würde, 287.000. Ja, ich würde sagen, wir müssen auch mal unseren Dings hier wechseln, ne? Ja, unbedingt. Unser Gefährt. Ja. Das ist immer mit den Wagen, man muss immer durchwechseln. Weißt du, der hat jetzt eine 500.000 Kilometer gelaufen. Ja. Der muss einfach mal weg. Bist du nicht meiner Meinung, Randy? 500.000 Kilometer. Ja. Ich weiß nicht, wie lang so ein LKW läuft eigentlich. Also früher, Klick hat gesagt, früher waren die Dinger für 1,1 Million Kilometer konzipiert. Ja, früher war alles besser, das wissen wir doch, aber... Ne, was ist früher? Also sagen wir mal vielleicht vor 15 Jahren. Ja. Oder vor 10 Jahren. Und mittlerweile, also Klick sein LKW hatte jetzt über vor 2 Wochen einen Getriebeschaden nach... Oh, lass mich lügen. Nach 150.000 Kilometern. Okay, ja. Bei mir ist gerade Schwarzbild, kurz, Moment, gehe ich weiter. Ja. Ja, also nach 150.000 Kilometern Getriebeschaden oder 70.000 Kilometern, also eins von beiden wird es auf jeden Fall gewesen sein, die zwei Dings. Und das ist für einen LKW, der jenseits der, keine Ahnung, 200.000 Euro Grenze liegt, natürlich absolut witzhaft. Witzlos, so rum, ne? Also die Dinger sind halt, ja, nichts weiter. Genau, wenn die hier... Was fährt der jetzt LKWs, für eine Marke nochmal? Actros, New Actros. Okay. Oh, okay. Oder auch MP4 genannt. Oh. Ja, bei Mercedes, das ist ja so das Teure unter den LKW. Dachte ich, hätte ich gedacht, dass das da nicht passiert. Ja, ja, deswegen hat er auch gesagt. Also, wie gesagt, komplett witzlos. Also, naja. Aber selbst bei den teuren Dingern wird größtenteils ja auch nur Plaste verbaut. Plaste. Ich meine, dass so LKWs wie Renault, ne? Oder Renault, wie man es halt ausdrücken will. Renault. Hat er gerade Renault gesagt, ne, oder? Ja, Renault. dass das natürlich die reinsten Plastikbuden sind, ist ja klar, aber die kriegst du ja auch, keine Ahnung, ich glaube, für 90.000, 80.000 Euro oder so. Aber, ja. Der neue Scania zum Beispiel jetzt, den sie an ETS jetzt irgendwann auch mal reinbringen wollen, ist ja auch größtenteils noch Plaste. Na? Das ist halt, ja. Aber alles wenn ich mir einen LKW kaufen würde, dann würde ich mir, glaube ich, tatsächlich einen Scania kaufen. Da bist du nicht allein. Also wenn ich einen LKW kaufen würde, würde ich tatsächlich einen Volvo kaufen. Schön Schwedenstahl. Ja. Aber die sind auch sehr teuer, glaube ich. Das ist richtig. Ganz kurz, welche LKW-Version wollen wir denn haben? Den Agro-Truck oder den TGS? Oder beide könnte auch funktionieren. Beide finde ich jetzt nicht notwendig, tatsächlich. Ja, den Dings haben wir aber hinten halt den Hänger permanent drauf, ne? Ja. Da haben wir halt keinen normalen LKW mehr zum Ziehen. Ich würde den TGS nehmen. Ah, okay. Motorausführung mache ich mal das Beste, ne? Bereifung ja. Nokian oder Standard? Nee, keine Nokian. Nee, bitte nicht. Was ist das denn? Das ist sowas ekelhaft, das ist also, nee. Okay. Das können wir mal auf einem günstigen Modell austesten, aber... Ja, du kannst ihn konfigurieren, Ansgar. Mach mal Nokian ran, dann gucken wir uns die alle nochmal an. Aber ich glaube wirklich, das ist nichts für euch. Oder für mich auch nicht. Okay. Weil das Umkonfigurieren also, kostet nicht viel. Wer das anschauen möchte, so sieht es in der normalen Version aus. So, Moment, dann breche ich mal hier kurz ab. Und kurz ja, breche mal ab. Neukauf. Der sieht schon sehr, sehr geil aus irgendwie. Das ist jetzt... Das ist der normale. Das ist der normale. PS, 480 PS. Moment, ich warte mal ganz kurz hier rein. Ja. Entschuldigung. Oh, Werner hat sich geklont. Wo? Sagt er so wieder. Der stand gerade noch. Ich kann das. So, konfigurieren. Dann mache ich hier mal. Ja. Die sehen doch gut aus.
Passt doch zu unserem landwirtschaftlichen Betrieb. Das passt. Das ist tatsächlich. Ich habe den mal auf einem Traktor gesehen, da waren die komplett flach, also da war kein Profil drauf. Ah, das waren so Reifen wie bei Formel 1. Ich fand jetzt bei den anderen Reifen das eher profillos. Ja, okay, dann haben sie die wirklich super gemacht. Oh, ich finde den richtig hammer designt irgendwie. Ich weiß gar nicht, wer steckt dahinter? Ich weiß es auch nicht. Fällt mir richtig gut, der. Und wir haben sogar noch Geld gewonnen. Jetzt können wir uns noch irgendwas kaufen. Welche Maschinen brauchen wir noch? Ansgar im Rausch, ne? Ja, wir sind Coca-Cola, gleich wieder ausgeben. Ja, klar. Ja, nee. Das ist ja wirklich schön, ne? Bitte sparen, Junge. Sparen ist für Anfänger. Das ist richtig. Also, was wir nicht ausgeben, holt sich das Finanzamt, ne? So sieht das aber aus. Haben wir jetzt den 580er oder den 480er? Na, gar noch den 480er. Wir haben noch den 480er. Warum kostet? Ich hab gar nichts verstanden jetzt. Ich auch nicht. 480er habe ich nur verstanden. Ja, aber ne. Ach ne, wir haben den 580er, also PS, ne? Aber hier steht halt 480 drauf, deswegen war das gerade verwirrend. Komm, wir verkaufen irgendeinen anderen Traktor und kaufen dafür den Case. Das ist, finde ich, fair. Der hat. Wie viel haben unsere anderen Traktoren? Der John Deere hat 50 PS, okay, den würde ich nicht verkaufen. Der Favorit hat 240, ist auch okay. Der Class 295, okay. Sonst haben wir, glaube ich, gar keinen, ne? Also welchen sollen wir opfern? Ich will das nicht entscheiden, so bin ich wieder der Buhmann. Ja, schmeiß den... welchen wollen wir kaufen? War nochmal? Den CVX. Also wir können den auch zusätzlich CVX kaufen, aber das macht halt, also es bringt eigentlich nichts. Aber 280 PS, der lässt sich hochrüsten bis 313. Ich würde sagen, den Klaas werfen wir raus. Wollte gerade sagen, ja. Ja, die anderen haben alle mehr. Gut, dann den Fendt hätte man auch wegschmeißen können. Aber Leasing vorbei. Ja. Ich fahr mit. Ja. Letzte Fahrt, ne? Weißt du? Mhm. Sollen wir nochmal waschen? Boah. Nee, ne? Nee. Der wird dreckig zurückgegeben. Okay. Aber beim Leasing, da wird ja wohl alles angekreidet, ne? Bis dann bei der Rückgabe. Komplett. Ja. Auch wenn das Fenster offen ist. Hast du mal einen Wagen... Was? Hast du mal einen Wagen geleast? Ja, Werner, tatsächlich ja. Also, hat sich das gelohnt für die Firma, oder? Das war für die Firma, ja. Ja, okay. Also für Firmenfahrzeuge tatsächlich finde ich leasen doch eine sehr, sehr gute Variante. Ja, ja. Privat, also ich sag mal so, wenn du die Kohle hast, kauf ihn dir gleich. Ja. Weil es bleibt sich im Prinzip gleich, ob du ihn dann leasst oder über Kredit kaufst, ist von den Kosten her ziemlich das Gleiche. Mhm. Nur die Leasingfirma kann dich halt wegen jeder Kleinigkeit anpeilen. Ja. Das ist nicht so cool. Hauptfarbe machen wir rot, ne? Ja, Case muss rot sein. Dieses ganz grelle Rot. Ja. Du kannst auch ein bisschen dunkler sein, ne? Was? Also, ja, so ein bisschen gefühlskalt. Radgewicht? Dann kauf doch schwarz. Ne? Oh, ach du Scheiße, was es hier alles gibt. Oh. Also, Radgewichte, Breitreifen. Breitreifen und Radgewichte, Zwillingsbereifung, schmale Zwillinge hinten. Zwillingsbereifung hinten oder Nokian. Wir brauchen, na gut, wir können es ja nachher noch umkonfigurieren, dass er schon mal Pflegereifen hat, ist schon mal sehr gut. Ja, tatsächlich, also warte mal ganz kurz, ganz kleinen Moment. Wir könnten auf den, vergiss es, ich habe nichts gesagt, ich habe gedacht, der Fan kann auch Pflegereifen, aber kann er gar nicht. Nee, habe schon alles ausprobiert. Hast du schon? Bist ja ganz ein Schlimmer. Ich bin ja ganz, bin schon ein fresher Dude. Also, nimm erstmal Standard. Okay. Umrüsten können wir jederzeit. Felgenfarbe. Tete. Ist das Ding. Nee, das gefällt mir nicht. Verkauf wieder. Ich möchte einmal kurz den Dings hier anmachen. Boah, was war das denn jetzt? Hier Blitzer oder was? Boah, das sieht schon gut aus. Alter Schwede. Der ist cool. Ich schon. Der passt. Muss auf jeden Fall hell, das muss man lassen. Grüße nochmal an den Modder. Grüße. Grüße, wer ist das? Der hat dich doch auch angeschrieben, oder? Bestimmt hat er das gemacht. Wie heißt denn der? Ich weiß nicht.
Ich weiß. Ach, das war der mit dem Dingens da oben. Ja, genau. Aber der, ich habe das leider zu spät gesehen, weil das über Facebook kam. Ja. Direkt so eine Nachricht an meinen Account. Wir müssen den doch zulassen. Oh. Der hat noch kein Kennzeichen. Ah, ich habe hab mir bei einem Kennzeichen Schlitz erlaubt. Mal gucken, ob es. Ja, schlacht was vor. Erstmal Österreich vorne. Das ist abgelehnt. Was? Ja gut, da gehe ich wieder, weißt du. Ist abgelehnt. Timbuktu würde ich mal vorschlagen. Nee, dann gibt's hier München oder sowas? München? Ja, zu Oktoberfestzeiten kann man ruhig mal München nehmen, weißt du? Ja gut, also, ist gut. Als Landesplakette können wir Bayern nehmen. Ja, Bayern. Nehmen wir mal Bayern. Ist schon mal ganz gut. Mhm. Dann die ersten drei Buchstaben. Die ersten drei. LSS. LS Südhemmern. Oder LS und dann kannst du ein Leerzeichen machen. Ja, da ist dann halt lose und dann geht's nach der Plakette halt weiter mit 1. Oder ACAB, aber. Was? Ja, das Boah, der Hansker, ne? Danke. Das habe ich tatsächlich. Werbefreundlichkeit ade. In GTA war das tatsächlich mal. Ich habe es leider in der Folge gar nicht gemerkt, aber in den Kommentaren stand es dann. Haben die Modder sich da einen Scherz erlaubt? Aufs Polizeiauto geschrieben, als Kennzeichen. Naja. Naja. Man kennt es. Ich würde tatsächlich noch einen Wunsch äußern. Vielleicht noch einen Anhänger. Wir fahren die ganze Zeit mit zwei Anhängern rum und. Schauen wir mal, was es ist. Das ist zu wenig. Kippern. Wir haben doch so ganz tolle Kipper. Ah, nee, hatten wir doch nicht. Nochmal. Wir wollten ganz tolle haben. Welchen Anhänger würdest du denn? Also mir ist nur wichtig, dass er groß ist. Aber ja. Tatsächlich. Dampfe Bandit zum Beispiel. Ja, ich hätte tatsächlich den daneben genommen, den Akkuliner, den rechts, also den rechts daneben. Den Akkuliner. Den TAW 30. Ach ja, okay, du warst beim kleineren Kramp. Ja. Ja, dann lass uns den noch nehmen. Ja. Ja. Weil der ist noch geschmeidig zum Fahren mit dem PS, PS-Anzahl für die Traktoren, die wir haben, ist das eigentlich optimal. Machen wir. Kaufst du? Ich kaufe. Zack. Und dann einmal den hier. Ein brachiales Ding. Leute, unser Hof macht sich. Das wird langsam, ne? Ja. Ey, der MN sieht richtig gut aus. Kaum ist die Milch verkauft, ist hier richtig. Wir müssen weiter auf Milch gehen, habe ich gehört. Eieieiei. Das ja gut passt. Jetzt haben wir immer noch 80.000. Die würde ich tatsächlich behalten. Ja, bis ganz morgen. Ja, genau. Der Kassenwart ist hier auch schon ganz besorgt. Nee. Droht die, muss Peter Zwegert vorbeikommen? Droht die Insolvenz? Wieder. Eieiei, was machst du denn? Das letzte Mal war es ein Fehler. Letztes Mal waren es Fake News, ja. Kleiner Witz meinerseits. Ja, ja, ja. Fand es ein bisschen lustig, oder? LOL 1337. Okay. Was nochmal? Was ist genommen? Ich hab gar nichts genommen. Achso. Randy hat's genommen, glaube ich. 1337. Oh, das ist ein Ranzratte-Fan. Ja, ja. Ja, ihr wartet euch ja mit dem Kennzeichen nicht einig, deswegen habe ich dann selber Hand angelegt. Ich habe einen Vorschlag gemacht, der wurde abgelehnt. Ja, Österreich gibt's nicht, München gibt's nicht, ein LSS oder ACAB nennen wir jetzt definitiv auch nicht. Gut, da stimme ich zu. Definitiv? Nein, okay. Ist aber auch sehr fraglich, ne? Als jemand, der Polizeisimulatoren spielt, ne? Solche Aussagen zu tätigen, also, nee. Es war tatsächlich nur an den Mod angelehnt. Es ist fragwürdig, dass das ein Modding-Team macht, was Polizeiautos ins Spiel bringt und dann auf das Kennzeichen des Polizeiautos das scheint. Das ist fragwürdig. Das sieht gut aus. Das ist auch ein bisschen lustig. Was denn? Der Traktor mit dem Anhänger? Ja, finde ich auch. Macht optisch schon was her. Also wir sind langsam schon echt reiche Bauern, ne? Ja, wir tun ja auch was dafür, weißt du? Jeden Tag stehen wir morgens auf und ackern. Ja. Es ging aber doch jetzt flott voran. Also
Doch, bin ich bin happy mit dem Projekt. Doch, doch. Smash den Like-Button, wenn ihr es auch so seht. Bei 50.000 kommt noch eine Folge. Ja. Aber mindestens. Gut, aber tatsächlich sind wir schon wieder fertig. Wow. Ja. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne beim Kollegen Ansgar vorbeigucken, auch beim Randy vorbeigucken. Morgen geht's dann weiter mit einer weiteren Folge auf der Südhämmern. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.